Der Gastgeber ist MV Berlin und bestreitet seine Heimspiele im Kantian-Stadion. Den älteren Sportsfrönen unter uns noch als Exa bekannt. Und heute ist der Empor-Akku voll und Dynamo scheinbar leer. Empor gewinnt die Platzwahl und spielt von links nach rechts. Um es vorweg zu sagen, Empor beherrscht das Spiel ganz eindeutigst und lässt Dynamo überhaupt keine Chance. Schon in der ersten Minute zeigen sie sich druckvoll und energisch. Energischen Zug zum Tor. Auf der linken Seite setzt sich mit der Elf Schneider durch. Kommt wieder an den Ball und hämmert zum 1:0 für Empor ein. Julian Lubasch im Tor der Dynamos feiert heute sein Debüt, konnte nichts ausrichten, wirft sich hier mutig dem Ball entgegen. Aber wie wir sehen, die 16-jährige Juris Müller steht auch noch frei. 5 Minuten später Eckball Empor. Die Ecke wird scharf hereingetreten, Julian kann den Ball nicht festhalten und schon ist der Siemer da und es steht 2:0. Lukas mit der Nummer 4 zieht den Kopf ein, irritiert Julian, Abwehrversuche vergebens. Im weiteren Verlauf viele Chancen für Empor, hier mit einer sehr guten Freistoßvariante. Hebeln sie die Verteidiger aus, ein satter Schuss des Elvers, aber Julian im Tor mit toller Parade verhindert das 3:0. Im weiteren Verlauf sollte sich zeigen, dass er der Einzige war, der Normalform erreichte. Die Chancen, die sich die Dynamo-Jungs erarbeiten, konnte man an einer Hand abzählen, die nur noch 3 Finger hatte. Mal wieder Julian im Tor. Das Team von Empor ließ auch gar nicht zu, dass die Dynamos sich entwickeln konnten. In der 15. Minute dann so etwas wie eine Mini-Chance durch Alfredo mit der Nummer 5. Dann die 22. Minute mit einer Mini-Chance von Leo. Da ließ sich der Keeper natürlich nicht überraschen. In der 26. Minute ein Freistoß, schöne abgelegt und wieder der Torsteher zur Ecke. Die brachte naturgemäß nichts ein, aber dafür Arne mit der Nummer 6. Das waren aber schon die Höhepunkte, die das Team von BFC in der ersten Halbzeit vollbrachten. Dafür jetzt eine Szene, die so typisch ist. Schiedsrichter pfeift, der Ball wird weggeschlagen, dann wird noch gemeckert, Konsequenz, gelbe Karte. Und natürlich Freistoß, 28. Minute. Die kommt hoch rein, der Fünfer und Leo springen drunter weg. Und auf einmal zappelt der Ball im Netz zum 3:0. Wie ein Knauf oder Selbsttor, egal, es steht 3:0. Die BFC-Jungs fanden nicht die Mittel, um gegen Empor Berlin richtig gegenzuhalten. Empor-Spieler verstanden es aber gut, gegen den Ball zu arbeiten und damit auch optisch eine Überlegenheit darzustellen. Und da ist Halbzeit auch in dieser Höhe völlig verdient. Und die Dynamos von links nach rechts. Und wie in der ersten Halbzeit, Dynamo-Jungs kamen kaum aus ihrer Hälfte hinaus. Und wurde der Ball wieder zurückerobert, ging ja auch wieder schnell verloren. Weiter, 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 komm! Es dauerte auch nicht lange. In der 37. Minute stürmte Empor auf das Tor vom Dynamo. Die Situation konnte noch durch Julian und Lukas, jetzt hätte ich beinahe gesagt, bereinigt werden. Aber die Empor-Spieler schon wieder am Ball. Da ein Foul. Wieder eine schöne Freistoßvariante. Die Situation konnte halbwegs geklärt werden, aber die Dynamo-Jungs bekommen den Ball nicht aus ihrer Hälfte heraus. Ein weiter Einwurf. Leo kann nicht klären. Der Empor-Spieler zieht nach innen. Genau auf den 16er und der mit seinen linken Beinen ins linke Eck zum 4:0. Dann die 39. Minute. Dynamo-Jungs können sich endlich mal durchsetzen auf rechts außen. Arne zieht bis zur Grundlinie, flankt auf Kopf von Leon und Leon scheitert am guten Torsteher von Empor. Eckball BFC. Aber die BFC-Jungs ließen diesen Tatendrang, die Empor-Spieler hatten, völlig vermissen. Sie kamen einfach nicht druckvoll zum Abschluss. Ganz anders den hellblau gekleideten Empor-Spieler. Mit wenigen Zügen, Mittelfeld überbrückt, kamen sie immer gefährlich vor das Tor von Dynamo. Nun aufgepasst auf Dynamo Sechser, hat er geschoben oder nicht.
Der gut amtierende Schiri erkannte auf Foulspiel, auf Schubsen und gelbe Karte sowie 8 Meter bzw. 9 Meter. Antreten wird mit der Nummer 15 Albatan River und schön ausgeguckt. Zum 5:0 und gucken wir uns mal in der Zeitlupe das Geschehen an. Tatsächlich, der Schiri hat sehr gut beobachtet hier, der kleine Schubser von Arne. Gelbe Karte und Strafstoß, völlig berechtigt, und in der Folgezeit sehen wir die Dynamos. Verfügen über viele Ballverluste. Empor immer wieder da. Trotzdem gelang es den Dynamo auch gefährlich vors Tor zu kommen. Wie hier Arne scheitert aber am großartig haltenden Torsteher. Dann ist die 53. Minute angebrochen. Luan Kiez wird schön freigespielt und kann auch sicher vollenden zum 6:0 für Empor. Kurz nach dem Wiederanpfiff in der 54. Minute. Der Schiedsrichter lässt zuerst Vorteil spielen, pfeift aber dann ab. Eine sehr gute Regelauslegung findet man auch nicht immer alle Tage. Freistoß, Fritz Stellmach wird diesen treten. Und was für ein Knaller, knallhart unter die Latte. Aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar, aber machen wir dem Torsteher keinen Wurfwurf. Der Ehrentreffer, nicht mehr und nicht weniger. Dafür aber die Empor wieder im Angriff. Beim Abwehrversuch wird der Ball noch ins Eck geleitet. Zum Endstand von 7:1. Ein Sieg, der auch in dieser Höhe verdient ist. Und da erfolgt der Schlusspfiff. Ordentlich, wie es sich gehört, verabschieden sich die beiden Mannschaften. Selbst die Dynamo-Spieler sahen nicht unglücklich aus, scheiterten sie doch heute an einer Mannschaft, die gut über sich hinausgewachsen ist und auch verdient in dieser Höhe gewonnen haben.